Hallihallo, herzlich willkommen zu dem zweiten Teil des Web-Talks, in dem wir uns mit Limeservy befassen. Im ersten Teil hatte ich ja schon vorgestellt und erklärt, wie man Limeservy installiert. Jetzt hier im zweiten Teil möchte ich ganz gerne mit euch einen Fragebogen erstellen und euch so ein bisschen in die Funktionsweise von Limeservy einweisen. Also wie erstellt man Fragebogen, wie fügt man Fragen hinzu, wie kann man den Fragebogen dann öffentlich schalten, sodass man einen Link irgendwie per Mail oder so verteilen kann, sodass andere ihre Antworten in diesen Online-Fragebogen schreiben können. Und der letzte Schritt wäre dann, was kann ich da eigentlich dann auswerten und sehen. Dazu habe ich heute mal ein bisschen was vorbereitet. Seht ihr hier diese Limeservy-Oberfläche. Ihr habt euch vorher angemeldet. Das Erste, was ihr danach seht, ist das, was jetzt hier zu sehen ist. Ich habe das auch ein bisschen größer gemacht, damit man das gleich in der Aufzeichnung auch gescheit sehen kann. Und als allererstes können wir uns zum Beispiel mal anzeigen lassen, was gibt es überhaupt an verfügbaren Fragebögen. Da hatte ich ja dazu eingeladen, dass ihr so ein bisschen auch rumversuchen könnt, wenn ihr einen Accountdaten von mir verlangt habt. Und dann seht ihr hier zwei Fragebögen, die ich begonnen habe, wo ich selbst ein bisschen rumprobiert habe. Und diesen einen mit dieser Play-Taste, der ist offensichtlich auch aktiv. Das ist eine Veranstaltungsbeurteilung. Da gibt es auch jede Menge Daten drin. Das gucken wir uns dann gleich mal genauer an. Gehen wir nochmal zurück hier zu der Startseite. Ne, wenn ich hier oben links drücke, dann kann ich mir die aufrufen. Es gibt ein paar Erweiterungen, da werde ich heute nicht so sehr drauf eingehen. Auch ihr könnt auch jede Menge andere Designs einstellen, da werde ich auch nicht so sehr drauf eingehen. Wir werden uns eigentlich heute im Kern anschauen, wie ich selbst eine eigene kleine neue Umfrage erstelle. Also drücke ich da mal drauf. Und dann kann ich hier jetzt den Umfragetitel angeben. Nennen wir das Ganze am besten mal eine Evaluation oder Veranstaltungsbewertung. Veranstaltungsbewertung, besser. Die Sprache kann ich auswählen. Ich kann das Ding hier irgendwie kurz beschreiben. Wir wollen unsere Veranstaltungen besser machen und sind deshalb auf deine Rückmeldung angewiesen. Irgendwie sowas. Eine Willkommensnachricht. Wir würden uns freuen. Wenn du uns eine Rückmeldung zu dieser Veranstaltung geben könntest. Und ganz am Ende, wenn der Fragebogen beendet ist, dann wollen wir natürlich uns irgendwie bedanken. Danke für deine Rückmeldung. Vielleicht auch sowas wie, wir werden uns im Nachgang noch einmal bei allen Teilnehmenden melden. Oder so. Und dann kann man eventuell so eine End-URL einrichten. Also nachdem sozusagen diese Nachricht gekommen ist, könnte dann weitergeleitet werden auf irgendeine Webseite. Vielleicht mit einem Dankeschön, irgendeinem Ergebnisbildschirm, wo man vielleicht auch schon vorab Daten sehen kann. Das kann man alles hier in Limeservy dann einrichten. Und dann würde ich ganz gerne die Beispielfragegruppe und Fragen erstellen anmachen. Das bedeutet also, eine Fragengruppe ist im Prinzip so eine Art Vorlage.
jede Umfrage braucht solch eine Fragengruppe und entweder legt man die halt selbst an oder man nimmt die, die das System vorgibt, was ich jetzt in diesem Fall einfach mal vorschlage zu tun. Letztendlich ist das im Prinzip eine Ebene über dem Fragebogen dann selbst. Und darüber kommt nochmal eine Ebene, die heißt dann die einzelnen Fragen. Aber ich kann nicht direkt in die Umfrage meine Fragen eintragen, sondern ich brauche immer eine Fragengruppe. Und deswegen hake ich das hier immer an. Das ist nicht ganz unwichtig, weil ich dann im Prinzip auch sofort schon meine Fragen gleich eingeben kann. Dann gucken wir mal ein bisschen durch. Allgemeine Einstellungen. Hier wird festgehalten, wer ist der Umfragenersteller, an wen kann man eventuell auch Rückfragen stellen. Dann kann ich hier das Design so ein bisschen einstellen. Ihr seht, ihr habt hier so ein paar Dinger zur Auswahl. Ähnlich wie bei WordPress könnt ihr euch aber auch noch ein paar nachinstallieren. Ich lasse das jetzt mal hier auf diesem Fruity, auf diesem Grün. Präsentation und Navigation, also wie genau sollen die Befragten in diesem Bogen navigieren? Da kann man ein paar Einstellungen vornehmen. Ich würde mal sagen, ihr macht nicht besonders viel falsch, wenn ihr am Anfang alles so lasst, wie es hier ist. Publizieren und Zugangskontrolle, da könnt ihr einstellen, ob die Umfrage öffentlich auf der umfrage.irgendwas.de Webseite gelistet wird und dass man da drauf drückt. Oder jetzt, wo das ausgestellt ist, könnte man zum Beispiel an diesen Umfragelink nur kommen, wenn er mir zugeschickt wurde. Man kann Start- und Enddatum für die Umfrage einrichten. Also man kann zum Beispiel sagen, nach einer Woche werden keine Eingänge mehr berücksichtigt, zum Beispiel. Und dann kann man hier sowas machen wie die IP-Adresse speichern. Wenn ihr aber dafür sorgen wollt, dass möglichst wenig Daten anfallen, dann lasst ihr das im Prinzip alles so, wie es hier ist. Das heißt, es wird kein Datum gespeichert, es wird keine IP gespeichert und nichts. Das Einzige, was gespeichert wird, sind die Antworten auf eure Fragen. Dieser Zugangsschlüssel, das ist letztendlich etwas, was nochmal für eine stärkere Anonymisierung sorgt. Ich persönlich würde das an eurer Stelle auch so lassen, wie es ist, und dann hier oben auf Speichern drücken. Vorher möchte ich noch eine Kleinigkeit erklären. Ihr könnt auch sagen, ich habe da einen Fragebogen, den ich immer wieder benutze. Und diesen Fragebogen, das zeige ich gleich, wie das geht, den könnt ihr auch exportieren. Und dann könnt ihr einfach diesen Fragebogen kopieren, indem ihr ihn hier neu einfügt oder ihn aus irgendeiner anderen Installation hier einfügt. Das habe ich zum Beispiel mit dieser einen Evaluation gemacht, wo schon so viele Ergebnisse drin sind, so viele Antworten zu finden sind, damit ich euch gleich zeigen kann, wie man das, an Auswertungen bei so einem Lime-Survey hinten rüberfällt. Importieren, die Lime-Surveys untereinander sind in der Regel kompatibel und deswegen könnt ihr auch Daten von A nach B tragen. Wir drücken aber jetzt auf Speichern. Muss ich kurz mal gucken, ob der die Sachen, ja, müsste er eigentlich. Muss ich einmal kurz speichern. Und dann können wir, jetzt dreht sich hier so ein Zahnrad, dauert offensichtlich gerade ein bisschen, können wir uns gleich mit den Fragen auseinandersetzen, den unterschiedlichen Fragetypen und so weiter. Ich starte meinem zusätzlichen Fenster einfach meine Umfrage. Guck mal hier in der Umfrageliste, was da gerade los ist. Also diese Umfrage von eben, die ich speichern wollte, das hat offensichtlich noch nicht funktioniert. Hier dreht sich gerade auch sehr,
sehr eifrig ein Zahnrädchen. Ich gehe mal auf Schließen. Die Umfrage ist jetzt weg. Dann erstelle ich die mal eben nochmal neu. Nur dass ja, also eigentlich ist das, funktioniert das immer ganz gut. Aber wir hatten ja schon häufiger mal hier irgendwelche Pannen. Seminar, Umfrage. Und hier ein Danke und hier ein Willkommen. Und hier lassen wir mal die Beispielfragegruppe mache ich an und drücke auf Speichern. Na, und dann klappt das auch. Irgendwie ist gerade durch diese Erwartungshaltung, ich würde dann doch etwas importieren wollen, irgendwas schiefgelaufen. Ich drücke nochmal hier auf meine Umfrageliste und ihr seht jetzt, hier ist auch diese Seminarumfrage. In die begeben wir uns jetzt wieder rein. Jetzt ist der gleiche Bildschirm wie eben. Und das ist hier alles ein bisschen unübersichtlich. Deswegen habe ich mir auch erlaubt, diese Umfrage hier nochmal ein bisschen näher zu erklären. Also hier kann ich diesen Einstellungen vornehmen. Das sind die Umfrageeinstellungen und hier ist mein Umfragemenü. In diesem Umfragemenü gibt es ganz oben die Fragen und dann kommen diese Fragegruppen. Man kann eben auch mit mehreren Fragegruppen arbeiten und dann kann man im Prinzip auch so modular so einen Fragebogen zusammensetzen. Wir gehen jetzt mal auf die Fragen und da sehen wir, weil ich ja gerade eben dieses Häkchen gesetzt habe bei Fragegruppe anlegen und eine Beispielfrage anlegen, dass hier auch schon eine Frage drin ist. Wenn ich nochmal zurück auf den Überblick gehe und mir die Umfragenvorschau anschaue, dann sehen wir auch, die ist momentan inaktiv, aber ich kann mir zumindest schon mal angucken, wie das im Moment aussieht. Es gibt eine Frage in dieser Umfrage und wenn ich auf Weiter drücke, dann steht hier eine Beispielfrage, bitte beantworte diese Frage und dann kann man hier irgendwas eintragen. Das ist also, so sieht mein Fragebogen im Moment aus. Wir machen uns den jetzt mal ein bisschen schicker. Dafür gehen wir wieder hier unten auf Fragen auflisten und diese eine Frage, da gehen wir jetzt mal rein und die ändern wir jetzt mal. Da steht hier oben im Moment noch Fragetyp. Das ist immer das, was man ändern muss. Da steht im Moment ein langer freier Text und hier seht ihr jetzt auch diese unterschiedlichen Fragetypen, die es so gibt. Also es gibt so Einfachauswahl und Mehrfachauswahl, das sollte eigentlich untereinander stehen, aber wie das dann manchmal so ist bei Übersetzungen, dann stimmt es alles irgendwie nicht mehr so richtig überein, aber die und die hier, die korrespondieren so ein bisschen. Also die Einfachauswahl. Du siehst ja immer, man sieht ja immer so eine kleine Vorschau, ich kann das mal ein bisschen größer machen, so eine kleine Vorschau, das ist also so ein Punkt, so eine Fünf-Punkt-Frage oder du gibst keine Antwort. Oder du kannst dir das hier in so einer Klappliste anzeigen, ja, dass man eine Frage stellt und dann hat man so eine Antwortmöglichkeit mit so einer Liste. Oder hier mit solchen Optionsfeldern. Oder hier mit einem Kommentarfeld sogar dabei. Das muss man im Prinzip vorher dann auch schon so auswählen, weil das der Fragetyp ist eben nicht nur diese Einfachauswahl, sondern die ist dann nochmal irgendwie in verschiedene Details gegliedert. Das heißt, ich kann jetzt im Nachhinein hier kein Kommentarfeld hinzufügen. Dafür müsste ich diesen Fragetyp wählen. Bei den Textfragen gibt es einmal hier diesen ausführlichen Freitext. Dann gibt es den etwas kürzeren Freitext oder hier so mittellang oder mehrfache kurze Texte. Also ne, das sind sozusagen so Freitexte, wie sie sich häufig, ehrlich gesagt, auch schlecht auswerten lassen. Dann gibt es die sogenannten Maskenfragen. Hier zum Beispiel kann man irgendwie eine Datei hochladen oder so einen Datenstempel setzen oder auch hier das Geschlecht auswählen oder hier kann man offensichtlich
so eine Gleichung angeben. Da muss man sich dann so ein bisschen an die Vorgaben halten und dann wird es umgerechnet. Also man trägt sozusagen irgendwie Kilogramms ein und es wird in Grams ausgegeben oder so etwas. Dann haben wir hier so Ja-Nein-Fragetypen. Hier mehrfach numerische Eingaben. Da kann man zum Beispiel so eine Frage stellen, guck in deinen Obstkorb und wie viele Äpfel sind da drin, wie viele Orangen sind da drin, wie viele Bananen sind da drin oder so etwas. Reihenfolgen, da kann man zum Beispiel sowas machen, so Rankings machen. Man hat irgendwie 3, 5 Items und man bittet die Teilnehmenden, daraus ein Ranking zu erstellen. Was ist dir am wichtigsten, was ist dir am unwichtigsten? Hier kann man die Sprache wechseln, hier kann man so eine Textanzeige wählen, also wo im Prinzip nur innerhalb des Fragebogens irgendwas erklärt wird und hier können Zahlen eingegeben werden, auch offensichtlich Only Numbers, nur Fragen. Dann gibt es hier so ein Matrix, so verschiedene Matrixen. Habt ihr bestimmt schon mal so eine Dual-Matrix, wo man praktisch mit einer Frage direkt mehrere Informationen abgreift. Das gibt es in unterschiedlichen Versionen mit Punkte, mit Ja, Nein, mit Text, mit Zahlen, Zunahme, Gleich- oder Abnahme. Kann man hier mitarbeiten. So. Und dann gibt es diese Mehrfachauswahlen. Das ist im Prinzip fast das Gleiche wie bei der Einfachauswahl, nur kann man hier mehrere Punkte setzen. So. Und wir starten vielleicht mal mit einer kleinen Textfrage, und zwar ein kurzer freier Text. Muss ich das wieder ein bisschen kleiner machen? Und unser kurzer freier Text heißt vielleicht, also hier würde man die Frage eintragen, da kann man zum Beispiel nach dem Nachnamen fragen. Das ist jetzt ziemlich einfallslos. Oder was könnte noch ein kurzer freier Text sein? Nach dem Geschlecht fragen wir eh schon, machen wir gleich eh noch mal eine Abfrage. Einrichtung. Sowas. In was für einer Einrichtung arbeitest du? Sowas. Hier kann man sich so ein bisschen helfen lassen und hier kann man klären, ob es sich um ein Pflichtfeld handelt oder nicht. Und hiermit kann ich die Frage speichern und schließen und direkt dann die nächste Frage starten. Neue Frage hinzufügen. Da nehmen wir vielleicht noch die Frage zum Geschlecht. Das war, glaube ich, eine Maskenfrage, die sich hier auswählen. Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig? Und das ist auch natürlich keine Pflichtangabe. Man ist auch speichern und neu. Das darf nie leer sein. Dann ist das der Code A1 zum Beispiel. Und dann kommt nun eine neue Frage, nämlich A2. Eigentlich müsste das A3 sein, weil ich hatte ja vorher schon die Frage mit dem Freitext. Und jetzt könnte ich zum Beispiel nochmal so eine Maskenfrage, so eine Matrixfrage nehme ich vielleicht nochmal hier. Sowas mit dazu.
Dann haben wir es ein bisschen komplexer direkt nochmal. Also die Frage ist, wie sympathisch sind dir folgende Personen? Und jetzt geht es hier darum, dass wir ja auch noch weitere Daten brauchen, nämlich sogenannte Antworten. Also bei manchen Fragen, bei solchen zum Beispiel, bei Matrixen, brauchen wir auch noch entsprechende Antworten. Die muss man hier irgendwo noch mit angeben. Allgemein. Gucken wir einmal in die Vorschau. Wie sieht unser Ding im Moment aus? Und ich kann hier und ich kann das dann absenden, was natürlich jetzt gerade nicht funktioniert. Das ist eigentlich immer ein bisschen versteckt. Ich mache es mal ein bisschen kleiner. Ich habe es mir gerade sehr groß gemacht, damit ihr was sehen könnt. Aber ich suche sozusagen die Funktion, wo man die Antworten angeben kann. Weil in diesem speziellen Fall brauchen wir ja noch die möglichen Personen, die hier in dieser Matrix-Umfrage angezeigt werden sollen. Genau. Das ist jetzt die Teilfrage. Wie bin ich darauf gekommen? Ich bin hier auf Fragenübersicht gegangen. Und innerhalb der Fragenübersicht gibt es hier Teilfragen bearbeiten. Und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, die Frage war ja, wie sympathisch sind wir? Und eine mögliche Teilfrage könnte zum Beispiel sein, folgende Person, die S S na, Seminarleitende, dann könnte man noch nehmen Teilnehmer X oder Teilnehmer Y. Y ist ja jetzt hier nur ein Beispiel. Ich drücke also wieder auf Speichern und schließe das. Und habe jetzt sozusagen diese Matrix-Frage gebaut. Fragenvorschau. Hier sehen wir das jetzt. Die Seminarleitende Teilnehmer X und Y. Und jetzt kann ich hier mit diesen Punkten arbeiten. Das funktioniert jetzt also. Kann also in dieser Fragenvorschau dann auch zwischendrin mal gucken. Hier sehe ich meine Fragen alle aufgelistet. Und jetzt sagen wir mal, okay. Dieser Fragebogen kann auf jeden Fall so bleiben. Ihr habt gesehen, ihr könnt jetzt auch noch viele, viele andere Fragen dazu setzen. Ihr könnt auch sagen, wer dieses Geschlecht oder diese Frage mit A oder B beantwortet, der wird sozusagen, der bekommt eine andere Frage als nächstes gestellt. Das kann man letztendlich hier tun, indem man solche Bedingungen setzt. Und
und welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig? Und dann kann man zum Beispiel sagen, wenn jemand die Antwort gibt, dann bekommt er die Frage gestellt. Und wenn jemand die Antwort gibt, bekommt er die Frage gestellt. Und dafür müssen natürlich diese Fragen alle hier schon drin sein. Und die müssen sozusagen in der richtigen Reihenfolge kommen. Also wenn ich jetzt die erste Frage, ich kann, das war die zweite Frage, welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig? Die vorangegangene Frage war, in was für eine Einrichtung arbeitest du? Und die andere Frage, die dritte, nämlich welchen Menschen findest du da sympathisch, die kann ich hier gar nicht in dem Bedingungsfeld auswählen, weil dafür müsste diese Frage vorher ja schon gestellt worden sein. Ich kann also hier im Prinzip rekurrieren auf, wenn jemand, in was für eine Einrichtung arbeitest du, mit Ja beantwortet, dann soll der bitte diese Frage zum Geschlecht gestellt bekommen und ansonsten nicht. Das könnte ich jetzt hiermit einrichten. Das werde ich aber nicht tun, sondern werde jetzt in diese Seminarumfrage hin zurückgehen auf meine Umfragenliste. Das ist diese Seminarumfrage, die ich jetzt gerade eben gebaut habe. Und als nächstes möchte ich die auf aktiv schalten. Dafür gehe ich auf diese Umfrage aktivieren. Und jetzt fragt er, willst du anonymisierte Antworten? Ja. IP-Adresse speichern? Nein. Speichere Timings? Nein. Datumstempel auch nicht. Also ich möchte im Prinzip so viel anonymisieren, wie nur geht. Und dann gehe ich hier oben auf Speichern und Umfrage aktivieren. Und dann werde ich jetzt nochmal gefragt, offener oder geschlossener Teilnehmerkreis. Bei einem geschlossenen Teilnehmerkreis bekommen die Teilnehmenden im Prinzip so einen Zugangsschlüssel, über den sie mithilfe dieses Links, wo sie mithilfe dieses Links dann noch diesen Schlüssel angeben müssen, um überhaupt an der Befragung teilnehmen zu können. In diesem Fall halte ich diese Frage aber offen und sage hier nein, danke. Und jetzt ist die Frage online. Und die Frage ist halt jetzt, unter welcher URL finde ich das denn jetzt? Und hier ist auch der Link, den rufe ich jetzt mal auf. Das ist übrigens dann auch der Link, den ihr per Mail verschicken würdet. Und hier ist eine anonyme Umfrage. In dieser Umfrage sind drei Fragen erhalten und es werden keine Informationen über dich gespeichert und so weiter. Wenn du für diese Umfrage Zugangsschlüssel hast, kannst du sicher sein, dass der Zugangsschlüssel nicht zusammen mit den Daten gespeichert wurde. Und ich kann das aber jetzt nicht beantworten, weil ich offensichtlich doch bei dem ganzen Zeigen irgendwas aktiviert habe. Doch, es tut. Ich drücke nochmal hier drauf. Ja, das tut. Die Umfrage öffnet sich. Das ist im Prinzip der Link, den ich dafür brauche, beziehungsweise dieser hier, der hier unter Umfrage-URL steht. Das funktioniert jetzt auch. Hier sind meine drei Fragen untereinander. Die kann ich mir auch nacheinander anzeigen lassen. Schule, männlich und ich finde die natürlich alle super. Und dann gehe ich auf Absenden. Und dann bekomme ich diesen Dankestext. So, und diese Umfrage ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Ich müsste jetzt hier natürlich auch sehr, sehr viele Daten sammeln, um euch das überhaupt mal gescheit anzeigen zu können. Also die Ergebnisse anzeigen zu können. Deswegen habe ich hier nochmal eine andere Umfrage. Ergebnisse lassen sich nur dann auswerten, wenn der Status eurer Umfrage aktiv ist. Deswegen ist dieser Status dieser Umfrage auch noch aktiv. Das ist so eine Seminar-Evaluation von meinem früheren Arbeitgeber gewesen. Und da drücke ich jetzt mal hier auf die Statistik. Und dann sieht man, wie beurteilst du das Seminar? Und dann sind das die dazu möglichen Antworten. Ich kann der Vollständigkeit halber
auch nochmal eben vergleichend den Fragebogen dazu. Wenn du den gib ihn hier ein und klicke auf Weiter. Ah, hier wird also ein Zugangsschlüssel erforderlich. Das ist jetzt eine Umfrage, für die ich eigentlich keinen Zugangsschlüssel eingerichtet hatte. Mal eben kurz gucken, ob ich euch auf andere Art und Weise diese Frage zeigen kann. Also, wie beurteilst du die Veranstaltung? Das ist so eine Matrix-Frage gewesen. Vielleicht kann ich das gerade hier nochmal eben schnell irgendwo ausstellen. Das ist immer so eine Sache, wenn parallel die Präsentation läuft. Dass ich. Ja, also hierfür brauche ich tatsächlich irgendeinen Schlüssel, den ich blöderweise jetzt natürlich nicht zur Hand habe und blöderweise jetzt auch gerade nicht weiß, wo man einen solchen Schlüssel herkriegt. Deswegen zeige ich euch zumindest nochmal die Statistik. Also wir fragen halt danach, das ist eigentlich immer das gleiche Design. Wie beurteilst du die Veranstaltung? Und hier gibt es dann jeweils immer Punkte von 1 bis 5. Und in so einer Matrix haben wir dann mehrere Fragen untereinander geschrieben und da die entsprechenden Bewertungen angegeben. Und hier werden offensichtlich unterschiedliche Facetten dieser Fragestellung beleuchtet. Deswegen gucken wir mal hier in den Expertenmodus. Da kann man meistens, hier kann man nämlich Inhalt, Praxisnähe und so weiter, kann man das ein bisschen genauer sich anschauen. Ihr bekommt in der Regel die Daten auch in unterschiedlichen Versionen ausgeliefert. Also ihr könnt die auf unterschiedliche Weise exportieren. Ihr könnt sie als Excel-Sheet auf jeden Fall exportieren. Ihr könnt sie als SPSS auf jeden Fall exportieren. Ich will noch mal gerade eben kurz gucken. Das sind die einfachen Statistiken. Als HTML will ich das haben und der Einfortfilter wäre die Fragengruppe 3. Scrollen wir mal nach unten und sagen Bilder exportieren und gucken mal, ob der uns hier schnell was liefern kann. Vielleicht war das auch zu viel. Alle Fragen auswählen, Einzelsummen. So, vielleicht geht das. Nein, das geht gerade auch nicht. Zeige Textantworten und Statistikgrafiken. Wollen wir alles als, dann nehmen wir es zur Not auch als PDF, also er muss das theoretisch dann rendern. Ich gucke einmal in meiner Dateiverwaltung, ob da eventuell was angekommen ist. Ah ja, da ist tatsächlich was angekommen. Das hat er also immer runtergeladen. Ich zeige das hier einmal kurz. All Chart Images starte ich einmal, ist leer. Okay, sind also keine Daten drin. Dann würde ich sagen, müsste ich jetzt an der Stelle mal gucken, vielleicht kann ich mir das als PDF ausgeben. Nee, bleibt leer. Aber man kann hier auf jeden Fall sich auf unterschiedliche Art und Weisen die Ergebnisse dieser Fragen ausgeben lassen.
Ihr habt das gerade gesehen. Ich krieg's halt nur gerade nicht hin. Soweit vielleicht mal als Einblick. Ihr habt gesehen, dass Lyme-Servi definitiv nicht trivial ist. Ich brauche das, wie ihr gerade gesehen habt, relativ selten, sonst wäre ich deutlich auch routinierter. Aber ich habe zumindest mal zeigen können, wie man den Fragebogen ausgibt. Und ihr seht hier nochmal die Ausgabeformate, in denen ihr euch letztendlich auch die Ergebnisse anzeigen lassen könnt. Genau, als SPSS könnt ihr euch das auch ausgeben. Nein, ich krieg's jetzt einfach nicht so schön mit den Grafiken hin, die angezeigt werden sollen. Ich hoffe trotzdem, dass das hier ein bisschen nützlich für euch war. Und ich stelle diese Installation für knapp einen Monat noch zur Verfügung. Könnt ihr selbst ein bisschen ausprobieren. Ihr könnt mir auch selbst gerne noch eure Fragen in den Chat schreiben. Und ich gucke mir das dann an und versuche das zu beantworten. Eventuell können wir uns da auch noch mal ein bisschen gegenseitig helfen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ein konkretes Umfrageprojekt vor Augen und sucht jetzt sozusagen jemanden, also ein Umfragetool, mit dem man das dann umsetzen kann. Vielen Dank, fürs Zuhören.